wir reichen, mein auf Gott vertrauen Land. Du bist schön, so schön, ich kann nur nicht mehr sehen. Du bist schön, so schön, lass mich das, lass mich das wieder sehen. Ich bin so weit gefahren, ich hab schon viel gesehen. Ich kenne deinen Körper, deinen Kopf, den kann ich nicht verstehen. Vielleicht gelingt es mir irgendwann nochmal, dein Herz zu rühren. Dieses Leben hier im Paradies in all den Farben, um mit dir zu fühlen. Musik und Germanistik hier in Braunschweig. In meinem Zimmer. Und hab mal so geguckt, was so passiert. Ne? Also es war ein Fliegerich, eine männliche Eintagsfliege, und der hatte viel zu erzählen, der hatte auch nicht viel Zeit. Also wie gesagt, zwei Tage. Ersten Tag hat er erzählt, zweiten habe ich mir erzählt. Dann hat er sich dann nicht mehr so zu geäußert. Jedenfalls habe ich dann überlegt, eigentlich wäre das gar nicht schlecht, eine Eintagsfliege zu sein. Also manchmal frage ich mich auch, was für Gedanken ich komme. Jedenfalls habe ich dieses Lied geschrieben, wenn ich eine Eintagsfliege wäre. So heißt es nämlich. Das ist auch wohl zum Mäusemelken. Wie hieß denn die Eintagsfliege? Kurt. Kurt? Er hatte keinen Namen, dafür haben seine Eltern keine Zeit gehabt. Das ist das Motto der Eintagsfliegen. Also ich stande morgens auf und ich dächte, heute mach ich blau. Denn der Chef ist eh spät drauf, der sucht seit gestern schon eine Frau. Ich dachte, so schwer kann's doch nicht sein und daran kann's doch nicht liegen, so ein Zuckermäuschenflügelpüppchen abzukriegen. Deshalb Wirklichkeit und los und direkt ins Kloster rein. Auf der Suche nach dem Schoß oder auf zwei oder auf drei. Und dann würde ich sie beglücken mit Kochen oder Backen. Dann nicht lang schnacken, Flügel hoch und Kopf in den Nacken. Ja, und es gibt auch kein Gebrabbel und kein Gekuschel, denn sie hält von sich aus gleich den Sammel und sagt, los, mach noch, sind wir da. Und in 23 Stunden, da würde ich dann schon gehen. Wir sagen, tschüss, mach's gut, du warst okay, auf nimmer Wiedersehen. Na, dafür geht weiter raus und ich denk mir, ist ja schön. Eine Menge Spaß gehabt, das Kind, das kommt und ich muss es nicht mehr sehen. Und dann setzt sie mich zurück. Im wunderbaren Wagen, ich hab direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zusammengefasst in poetischer Sicht und habe das so aufgeschrieben. Der Frühling ist die Zeit des Jahres, bei dem bei jedem Individuum sämtliche Synapsen verstrapst sind. Frühling.
kommt die Zeit der Bienchen und der Blümchen wieder mal. Wenn der Bauer seine Frau sieht und singt, hey, wow, ist die schmal. Wenn der kleine Kuckuck, der sich zum ersten Mal kaputt, und das Köhlein mal in die falsche Richtung spuckt, ja, dann ist ganz schlimm. Wieder mal, die Kleine, die liebst du immer. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ihr könnt gerne ein bisschen klatschen dazu. Wenn der alte Ise zur Arbeit kommt und schreit, der schwarze Peter aus dem Bett und rote Herzen malt, ja, dann ist Frühling wieder mal. Die Wale fliegen da, ba-ba-da-ba-ba. Andere super gute Musiker sitzen. Und zwar haben wir immer mit dem Didgeridoo dabei, das ist der Andi. Aber Spitzname Klein Andi und der Frank mit seiner Mundharmonika. Und wir wollen jetzt mal einmal improvisieren. Das ist gar nicht so einfach und ich glaube, wir brauchen eure Hilfe dafür, weil ich bin. Astra 1.20. Das hört sich dann etwas merkwürdig an. Nächste Bohnensuppe. Oder Erbsensuppe mit Zwiebeln. Nee, ihr könnt das Ganze jetzt wesentlich beliebiger machen, und zwar indem ihr mit euren Füßen uns den Rhythmus gibt. Und zwar geht das. Ihr könnt jetzt frei improvisieren mit euren Füßen und auch mit den Händen, aber seid vorsichtig damit. Genau diesen Takt brauchen wir. We'll be right back.
Nimm die Cello und fang am Mundharmonika. Zugabe! Zugabe! Ja.